Damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 22 Projekt mit dem McLaren Team. Und die Saison geht dem Ende hinzu. Aufstrebender Fahrer. Wir haben immer noch keinen zweiten Fahrer für die kommende Saison klar gemacht. Ich finde, Daniel Ricciardo ist eigentlich, was heißt zu teuer? Also, Lando Norris bekommt ja auch 10 Millionen. Ich würde davon gerne runter. Vielleicht wäre Fernando Alonso eine Option. Auch schon mal McLaren. Allerdings nicht interessiert. Wir gucken mal, wie das nach dem Rennen aussieht. Da kann ja schon wieder alles ganz anders sein. Und keine Ziele drin. Egal, auf zum Rennwochenende. So, warte, abbrechen. Trainingssession werde ich wieder simulieren. Wieder kommt Frederik Vesti zum Einsatz. Wir hätten das schon viel früher machen sollen. Na gut. Die Zeit ist jetzt nicht so alle. Hat aber ein gutes Setup vielleicht hingelegt. Abu Dhabi finde ich auch eine sehr schöne Strecke generell. Und Daniel Ricciardo fährt besser als Lando Norris. Ich habe immer das Gefühl, als würde er merken, dass er ein bisschen unter Druck steht. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Denn es geht um seinen Vertrag. Ich meine, letzten Endes, wenn wir keinen anderen bekommen, müssen wir verlängern. Aber vielleicht können wir diese 10 Millionen einsparen. Wird schwierig. Der Qualifikation mit den Top 10 befürchte ich. So, da bist du. Auch bei ihm, da gibt es nichts dran zu meckern. Ihr könnt mir vielleicht den Motor austauschen. Ne, die werden so fahren. Qualifikation, erste Session definitiv simulieren. Ich befürchte, das wird knapp in die Top reinzukommen, weil der Roboter kriegt eine Strafe. Na, welch ein Glück für uns. Das wäre ein Fahrer, den wir eigentlich sehr gerne verpflichten würden, aber der kostet halt. Das möchte ich nicht ausgeben. Wir haben das dritte Qualifying nicht geschafft. Die Startaufstellung ist komplett und alle. So, das sind die beiden Strategien: Hard und Medium, 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 Soft. Bisschen rumgetüftelt. Wir schauen. Alles kann passieren beim großen Preis von Abu Dhabi. Ja, für uns heißt es ein paar Punkte holen. Nicht so, dass wir jetzt in der Not sind. Unser Platz ist gefestigt. Ricciardo der Einzige auf Hart. Good move, good move.
McLaren macht eine Position gut. Ricardo des Sprit, des Reifenschons anweisende Zeit lang. Use the pace now. Yep, understood. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Platz 11 und 12 mit unseren beiden Autos. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen aggressiver umgehen können mit unseren Reifen. Yellow flags. Russell hatte einen Unfall. Sehen wir uns das genauer an. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Soll das hier sein? Verbremst. Das ist ein Ausfall. Ein Druck. Ein Ausfall, der wird doch weiterfahren können, oder? Mal gucken, ob er wieder an Bottas ranfahren kann. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Das sieht beinahe nicht so aus. Ist er in der Box? Waren die in letzter Runde überhaupt? Identisch. Wir können auch aggressiv fahren. Ricardo spart gerade schön ordentlich Sprit. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Da musst du gerade mal ein bisschen Energie freisetzen lassen. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Das ist... Das passt eigentlich alles soweit. Wenn alle gleich in die Box gehen. Die Frage ist, welche Reifen die mitnehmen. Doch mal harte Reifen. Sie werden damit versuchen durchzufahren. Ein Safety Car. Unfall auf der Strecke. Das ist jetzt dramatisch. Letzte Runde. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Boxenstopp, was würde der uns kosten? 25 Sekunden. Wir werden hier hinten rauskommen. Das wäre Quatsch. Ich würde jetzt auf die Softs gehen. Damit die Strategie definitiv ändern. Mit Daniel Ricciardo würde ich draußen bleiben.
alle leer, stellt sich mein Safety Car hinten an. Yellow's ahead. Okay. Was wir natürlich machen müssen ist, fahren, solange das Safety Car unterwegs ist. And recharge should be on. Okay. Platz 7. Mal gucken, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Warum die vorne, wenn die nur 50% am Ende nicht in der Box gehen, weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich ein bisschen zu riskant. Die Frage aller Fragen ist, wann geht es in der Box? Was hält das Glück? Er wird mit den harten Reifen schön aufholen können. Licht ist noch an vom Safety Car. Safety car in this lap. Safety car will be in this lap. Okay. Aggressiv fahren, Hof machen, mal okay, ausgewogen. Gotcha. Need to push. Okay. Jetzt wird's spannend. Restart. Der hängt schon von Perez direkt im Getriebe. Vielleicht ist das für uns eine Möglichkeit, hier in diesem Rennen noch Punkte zu holen. Ansonsten wäre es echt sehr schwierig geworden. Ach, Ricardo kann richtig Feuer geben. Wenn die Mediums überhaupt halten, wenn 30 reinkommen. Mick Schumacher auf Platz 8 hat schon eine, also sorgt für eine große Lücke. Zu Ricardo allerdings auch. Aber Lando Norris muss auch vorbei. Charles Leclerc ist jetzt in die Box gegangen. Mick Schumacher, Alonso Tsunoda. Wenn das mal nicht ein Fehler war. McLaren macht eine Position gut. Kann weiter aggressiv fahren. Okay.
Da kommt Norris jetzt auch direkt rein. Norris fährt die schnellste Runde. Das war auch nicht verwunderlich. Leider fährt es mit vorbeigezogen, aber nutzt nichts. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Das ist nicht so einfach. Oh, Bottas unterbietet die schnellste Runde. Er ist auf hart unterwegs. Hm. Wieder gegenhalten können. Wird echt dunkel hier in Abu Dhabi. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gemacht. Ja, das habe ich oben schon gesehen. So, was sagst du da? 29:0 Bottas. So, versuchen uns das mal ein bisschen einzuteilen. Am Boxenstopp von Ricardo, das weiß ich jetzt schon, können wir nach hinten schieben. Das Überholmanöver gegenüber Bottas haben wir jetzt nicht gesehen. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Sehen wir mal, was uns da mal an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Sah aber echt komisch aus. Lass mal gleich Druck machen, dass er aus dem DS-Fenster vielleicht wieder rauskommt. That's a good lap. Good lap. Ricciardo fährt die schnellste Runde. Das kann doch nicht sein. 28,6. Voll. Ob sich Ricardo jetzt hier halten kann auf Platz 4. Nein. Red Bull ist weiter vorne. Mal sagen, Energie sparen sollen. Einander touchiert. Sehen wir uns das mal. Junge, was ist denn hier los? Da ist der Wagen von Alonso. Dahinter ein Williams. Und der schießt ihn ab. Es kann doch nicht wahr sein. Der Boxenstopp ist definitiv zu früh. Die Frage ist, wo würden wir rauskommen? Ja. Wir riskieren's. Wäre zu früh. Eigentlich, aber wir müssen es riskieren. In 4 Runden wäre der Stopp.
Jetzt werden die leider alle eingesammelt. Die werden beide hintereinander in die Box fahren. Ricardo muss warten. Verstappen war auch in der Box. Reifentechnisch. Wir wollen ja mit Norris eh nochmal in die Box. Was jetzt eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Aber mal, wenn wir jetzt versuchen lassen, ihn durchfahren zu lassen. Ja, dann hätte er auch durchfahren können. Joe und Alonso draußen. So the safety car is in this lap. The safety car is in this lap. Er kriegt die Anweisung, alles aus dem Wagen herauszuholen, was möglich ist. Und er wird Standard fahren. Muss direkt angreifen gleich. Albon fährt auf Platz 9. Absolut unglaublich. So, greift Norris direkt nach Mick Schumacher. Jawohl. Vettel. McLaren macht eine Position gut. Das ist Charles Leclerc vor sich. Beruhig dich mal ein bisschen. Und nicht der Perez. Mit einem tollen Überholmanöver. Jawohl. Albon hat nämlich auch schon eine kleine Lücke. Schon wieder Safety Car. So, und jetzt ist die Frage, ob man den Namen uns einfach direkt die Mediums holen. Ricardo fährt durch. Halten die in 20 Runden? Ich denke schon. Und die anderen müssen werden wohl auch in der Box fahren. Was er garantiert. Der Fall nach ganz hinten. Ich weiß das jetzt schon, aber andere Frage wäre, hätten wir noch ein paar Softs, die wir danach benutzen könnten? Könnten auch noch mal auf Softs gehen. Aber dann würden wir Zeit verlieren. Also macht das keinen Sinn. Box. Ricardo wird danach durchfahren. Perez. Da ist die Wiederholung. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez.
verbremst. Da muss auch wirklich was gewesen sein. Man fährt ja nicht einfach so in den Reifenstapel. So, wir waren in der Box. Haben unseren Job also getan. Die Reifen werden noch locker bis zum Ende halten. Wir können sogar auf aggressiv fahren, denke ich. Safety car is in this lap. Safety car is in this lap. Sehr schön. Yeah, fine. Standard losfahren, Druck machen, neutral. Wir werden mit Norris das gleiche Szenario praktizieren wie vorhin. Okay, recharge off. Okay. Muss gerade mal gucken, was haben die alle anderen für Reifen. Wir sind mit Latifi und Stroll die einzigen auf Mediums. So, Latifi musste dir so oder so schnappen. Das sollte auch ohne Probleme funktionieren, denn unser Auto ist definitiv besser. McLaren macht eine Position gut. Wir waren dabei. Startziel. Oder sich nicht rauszuziehen. Hier wird es auch nichts. Aber da muss es jetzt gehen. McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Ja. Geh vorbei. Gerade darf auch wieder Druck machen. Wir schnappen uns Vettel. Sainz, Ocon in der Box, Gasly in der Box. Das war mir klar, die können ja dabei gar nicht gewinnen. Die Frage ist, was wollen die sich für Reifen? Mal kurz. Mediums. Die hätte ich mir vorher geholt. So, wir müssen an Mick Schumacher vorbei.
Hoffentlich funktioniert das, dass er nicht den Norris angreift. So, jetzt hat auch er freie Fahrt. Und kann sein Tempo fahren. Und Ricardo kriegt jetzt auch mal die Anweisung, pushen, was das Zeug hält. Außenrum. McLaren macht eine Position gut. So, Russell, Verstappen, Leclerc, die haben... Oh, Russell muss definitiv nochmal in die Box, damit ich durchfahren kann. Die haben harte Reifen, denen sie noch sehr gut unterwegs sind. Mick Schumacher bremst jetzt ein bisschen, das ist gut. Sainz kommt mit Riesenschritten näher. Werden wir nicht großartig aufhalten können, befürchte ich. Jetzt macht er Jagd auf Sainz, auf Norris. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. So, das haben wir. Haben da die Räder blockiert? Reifen werden echt heftig zum Ende der Unfall auf der Strecke. Nicht schon wieder Safety Car. Ich muss gerade gucken, ob sich das lohnen würde. Wir gehen mit Ricardo Risiko. Mit ihm bleiben wir draußen. Darf eh nicht überholt werden. Ich glaube, es gab einen Unfall. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Und es gibt einen Unfall. Ah, der ist aber schwer eingeschlagen. Russell kommt auch in die Box. Er wird garantiert auch Softs mitnehmen. Hat in der Boxengasse. Man verliert echt tatsächlich sehr wenig. Er nimmt Mediums mit. Was jetzt clever war, weiß ich nicht. Wir sind auf Platz 3. Ich hoffe, dass wir den Platz auch einigermaßen halten können. Safety Car rein. Das habe ich mir noch schon gedacht. Okay. Erst einfach nur Standard. Los geht's. Und interessant wird es eigentlich hier. Okay. Gasly, Ocon, Schumacher sollten drin sein. Vorne wird gekämpft.
So, hol der Pierre Gasly, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Selbst wenn Norris noch hinter die beiden Mercedes zurückfallen würde, ist jetzt nicht, wo wir sagen, das wäre hier Dramatik pur. Komm schon. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Mal gesehen. DRS enabled, DRS. Vielleicht haben wir Norris auch mal was freigegeben, damit er hier schön dranbleiben kann. Ich fürchte, dass er von Sainz überholt wird, aber das muss nicht sofort passieren. Da ging es doch schneller an Schumacher vorbei, als wir dachten. Oh, und da steht ein Ferrari quer. Hat sich da etwa jemand gedreht? Das guckt man sehr gerne an. Da ist der Ferrari. Das sah nach einem. Einfach weggedreht, vielleicht durch den Windschatten. Wir wissen es nicht genau. Damit hat Norris ein bisschen nach hinten Luft zu wasseln. Norris fährt die schnellste Runde. 1,27,4. Und 1,27,3. Der Daniel Ricciardo mal eben. Da sagt sich nämlich, nee, nee. Nicht mit mir. Ocon sollte keine Konkurrenz sein. Du musst vorbei. Und auf geht's, Jagd auf Hamilton. McLaren macht eine Position gut. Das Tempo, was er fährt, ist fantastisch. 27,2. Er ist fast 2 Sekunden schneller gefahren als Hamilton. Außenrum. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Copy that. Russell ist derweil am Bottas vorbeigegangen. Just be careful with this tire. Ja, du musst nicht viel machen. This is the last lap. Ricardo. Guck mal, ob du an Bottas rankommst. Hamilton verteidigen. Extra Platz wäre grandios. Dazu gibt es noch den einen Punkt extra für die schnellste Runde. Passt doch. Super. That is the checkered flag. Checkered flag. Genau. Lando Norris kann stolz sein. Was für eine fantastische Leistung von ihm. Und wieder Podest, wo wir eigentlich keine Punkte für möglich gehalten hätten. Ein extra Punkt für Daniel Ricciardo. Fantastisch.
schafft es aber nicht mehr, an Bottas vorbeizukommen in der Wertung. Konstrukteursmäßig. Ja. Platz 4 schön eingestellt. So. Gleich geht's zum Saisonende und bis dahin würde ich sagen, tschüss und ciao.